der Hand. Was jetzt? Okay. Oh nein. Jetzt zurück. Ich will nicht zurück. Okay, wahrscheinlich geht's nicht zurück. Wir sind woanders. Mal wieder. Oh Gott. Okay. Hä? Ich kann darüber und das noch angucken. Irgendwie kann man nicht vorbei, nirgends. Das ist einfach nur ein Wäscheberg wahrscheinlich. Ja, Tür. Oh Gott, bin ich angespannt. Oh, please. Please, boys. Seh nix. The fuck? War wahrscheinlich einfach nur... Da sind wir wieder. Okay, wir sind zum ersten Mal zurück in der Kabine, glaube ich. Okay, sind wir. Ich hoffe, dass wir, ich hoffe, dass das hier so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass es ein Safe Spot ist. Es fühlt sich gar nicht so safe an. So muss ich die Tür ziehen. Lass mal spielen. Das konnte man letztes Mal nicht benutzen, oder? Vielleicht kann man das drehen. Okay, jetzt Vollgas, Wasser auf. Ich mache jetzt alles an, was angeht. Einfach, weil ich hier bin. Und um mich gerade ein bisschen... Alter. An. An. Und jetzt erstmal duschen. Boah, nach dem Stress hier. Alter. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn uns das Viech erwischt hätte. Aber ich habe gehört, es gibt... verschiedene Enden in diesem Spiel. Charakter. Jetzt ist es definitiv sicher. C-H-A-R-A-K. Setz die Maske auf. Ich will aber nicht. Steht hier was Neues? In jedem Schauspieler steckt die Rolle seines Lebens. Der eine Charakter, für den man bestimmt ist. Sei der Bildhauer. Verleihe dem Gestaltlosen eine Gestalt. Bis nichts weiter bleibt als the truth. Until all that remains is the truth. Okay. Wir haben ein paar Sachen gesammelt. Was ist das? Daily Dispatch, Telegram. Übrigens, wir haben doch so Plakate gesammelt. Ich wette, die hängen jetzt oben. Ja. Sieht aus, als hättest du einen guten Start erwischt. Freut mich, dass du und der Regisseur euch gut versteht. Mach einfach weiter so. Ja, mach einfach weiter so. Dann ist das Ding bald im Kasten. Dein Freund und Agent. Dessen Namen wir nicht erfahren. Ich fühle mich so unsafe hier, obwohl wir eigentlich... Ach, ich überschrei die Dusche. Glaube ich. Setze die Maske auf. Charakter eigentlich. Aber hier steht Rekarkt. Zeige dein wahres Gesicht. Ich würde gerne wieder. Hallo? Switch. Wir haben ein paar Dias. So, gucken wir mal. Dia Nummer 2. Was sehen wir hier? Wir sehen, wie wir in den, wie wir auf das Schiff steigen. Wahrscheinlich sind das wir, lauter Fotografen. Und ja. Okay. Und auf dem nächsten Dia sehen wir deine Mutter. Nein, wir sehen das Schiff und ein Kind, das von dem Schiff wegrennt. Sich das richtig? Oder einfach nur ein Kind? Vielleicht sind wir, haben wir uns auch als Kind an Bord geschlichen und sind, vielleicht sind wir auch eine Kinderschauspielerin. Das erfährt man ja echt nicht, wie alt wir sind. Glaube ich zumindest, aber dein Freund Magen schreibt mir also. Ah, stimmt, wir haben eine neue Soundrolle. Wir haben die Nummer 1 und das war das Testing, ne? Testing 1, 2, 3? Genau. Und wir haben die Nummer 2 und die macht mir Angst. Ich werde sie gleich anhören, bevor ich... Erstmal nur das Metronom übrigens. Ist mir wieder eingefallen. Anhören? Nein. Ja doch, hören wir sie mal an. Auf jeden Fall regnet es jetzt draußen. Hören wir sie mal an. Okay. This particular area holds a special place in my heart, as I grew up not far from here myself. A few things have changed, it seems, for better or worse. I see children playing in the streets, not a care in their little minds. If it wasn't for their shabby clothes, one could almost forget about the crushing poverty that plagues
What do we have here? A boy, sitting on a park bench, alone. Perhaps he won't mind if we pick his brain a bit. Good morning, young man. What's your name? Good morning, young man. What's your... Morning. Good man. Your ball... name. What's your name? Ich habe nicht mehr mit der Antwort. Mit der Antwort habe ich nicht mehr gerechnet. Ich dachte eigentlich so, von wegen, jetzt kommt nichts mehr, weil, ja, ist ja typisch so ein Cliffhanger. Wie heißt du? Das erfahren wir nicht. Aber James. Okay, dann wissen wir jetzt, dass der kleine Junge James heißt. Und dass es ihr Bruder war. Das heißt, wir haben eine Erinnerung eventuell zurückgewonnen. Ich weiß nicht, wie das hier, ob wir wirklich uns einfach nicht mehr erinnern, was passiert ist. Ob wir einfach so durch sind, dass... Wahrscheinlich, wenn ich da rausgehe... dann komme ich zurück in den Film. Aber ich will jetzt erstmal gucken, was wir denn jetzt hier haben. Ha! Ich wusste es. Hier haben wir noch nichts. Ich frage mich, ob das nachher relevant ist. Vermutlich sind das einfach so diese, ne? Diese Filme, die wir gedreht haben. Und, genau. Und, hier ist wahrscheinlich nachher irgendwas sehr Wichtiges für uns. Irgendwelche Pokale vielleicht. Unser Lebenswerk, Tagebuch. Warum hat sich sonst nichts verändert? Jetzt gucken wir nochmal raus, vielleicht gibt es ein paar Jumpscares. Ich freue mich schon. Oh, das sieht ja super aus hier. Was zur Hölle? Wie schnell bewegen sich denn die Wolken? Was ist hier? Und hier irgendwas? Man sieht nichts. Oh, man sieht was. Was ist das denn? Einfach nur ein Schiff. Oh, es geht unter. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Fischer. Fuck. Okay, wir haben ein untergehendes Boot entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, was die Errungenschaft, wahrscheinlich, weil wir hier was gesehen haben. Sonst sieht man hier nur Sturm und schreckliches Wetter und es ist okay für mich. Oh, guck mal! Es liegt da hier so ein kleines Fischerboot, lag das davor auch schon da? Also nicht, dass ich wüsste. Okay, gehen wir... Gehen wir mal in diesen Raum zurück. Ich will gar nicht so richtig. Lass mich raten. Nix. Ah, wir haben einen neuen Film. Wir haben die Jagd bekommen. Hier steht was Neues vielleicht? Oh, da steht was Neues. Den Charakterform, Motivation, was bewegt mich, was will ich, was brauche ich? Was sind meine Stärken? Durchgestrichen. Schwächen. Wer? Durchgestrichen. Was jagt mich? Durchgestrichen. Sucht mich heim. Okay, es wird schon auf jeden Fall, warum hängt dieses ekelhafte Bild jetzt hier? Wieso hängt jetzt dieses widerliche, ekelhafte Bild hier? Ich will das hier nicht. Ich würde das gerne verbrennen. Kann es nicht verbrennen. Okay, ich will nicht die Filmrolle abspielen. Ich mach's trotzdem. Ich kann nur... Achso, ich kann... Ach, die liegt schon bereit für mich. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann... Okay. Ja, wir haben die Füße bekommen. Dachte es mir schon. How far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there, buried, hidden away, locked in a vault, a prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think. It knows. It needs. It acts. Where reason dare not go, instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind and brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the key. The key for what? It's the question. Claim his prize. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
wird sich alles verändert haben. Act 2. The Hunt. Ich dachte, das war jetzt schon alles. Wisst ihr, ich hasse es, verfolgt zu werden in Horrorspielen, also... Wieso haben wir nur ein Bein bekommen? Wahrscheinlich, weil wir gejagt werden und nur langsam laufen. Können wir jetzt hier aufmachen, sind wir eh wieder woanders, ne? Nein! Okay. Nein, Quatsch, natürlich. Wir lassen uns jetzt ein bisschen jagen. Oh Gott, ich hasse es, gejagt zu werden. The Unmooring ist... Ich muss mal gucken, was das bedeutet. Es ist ein Schiff. Es darf sich drehen. Es darf schwenken. Das ist alles okay. Hier ist ein Zylinder. Hier ist eine Tür. Diese Tür geht auf. Bleib zu. Und was die andere Tür macht? Die macht nichts. Dann gehen wir durch die hier. Das sind so... Das ist doch drauf gemalt, oder? Diese Mondsymbolik? Also das ist generell ein gemaltes Bild. Ja. Ist auf die Falten da im Teppich? Ist das exakt der gleiche Flur, nur andersrum? Das ist Bullshit. Was? Aber jetzt geht diese Tür hier auf, wetten wir, und die hier ist zu. Ja. Oh. Wieso über dieses ekelhafte Bild? Okay. Frag mich, ob das Layers of Fear 1 ist. Tatsächlich könnte ich das nicht mal sagen. Es könnte darin vorgekommen sein, tatsächlich. Sieht schon ekelhaft aus. Flüssende Kamera. Yeah, could we take this again? There's something wrong with the picture. Oh ja. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Ah, okay, das ist noch kein Digicam, logisch. Weg damit. Keine Geräusche? Ich schwöre euch, wenn ich mich umdrehe. Okay, ist einfach nur eine Tür. Huh! Naja, oder so ähnlich. Oh, nö. The fuck, das war geil. Das hatte gerade was. Das war irgendwas rückwärts. Ja, wir haben ja die Tür jetzt schon aufgemacht, das ist natürlich, das nimmt jetzt, beziehungsweise nein, haben wir nicht. Der Raum hinter uns hat sich einfach geändert. Ich bin gerade ein bisschen durch. Oh, wieso geht jetzt diese Tür auf? Ich will erstmal gucken, was da drüben noch ist. Wahrscheinlich können wir durch diese Tür gar nicht gehen, aber... Nein. Aber ich wollte es wissen. Von da sind wir gekommen, wir sind da rein, wir sind da nochmal rein und dann waren wir da doppelt irgendwie. Es ist ganz komisch. The fuck, es verwirrt mich. Das sieht irgendwie aus, als ob hier irgendjemand mit nassen Füßen gelaufen ist. Aber geile Spiegelung. Nein. Ich sag einfach immer nein. I'm such a big fan. Could you please sign? Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Okay. Ist aber nicht so nett. Vielleicht bin ich doch derjenige, den du suchst. Steht hier Daily Sketch. The Product. Okay, was hier? Kann ich nicht lesen? Könnte ich vielleicht schon lesen? Muss ich ja nah ran, aber da muss ich jetzt weg von der... Ja, ich, ihr merkt schon, ich lenke ab. Oh, diese Tür sieht ekelhaft aus. Hier geht eh nicht. Oh doch, die geht. Dann geht die hier nicht. Die geht nicht. Wir können nicht durch die ekelhafte Tür, wir müssen durch die schöne. Voll schrecklich. Zur Hölle. Oh nein. Oh nein. Kann ich einfach zurückgehen? Nein, ich kann nicht mehr zurückgehen.
Dann lassen wir uns mal jagen. Ab geht's. Okay. Hallo, hier bin ich, du Bastard. Du kannst mir nichts. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Hilfe! Nein, da geht's nicht lang. Ah! Ich glaube, das hätte so nicht sein sollen, oder? Oder? Oh lol. Doch? Richtig, falsch? Keine Ahnung. Tot? Ich lebe? Bin ich tot? Was? Stop, stand by. Tod ist langsam, dead slow? was ist das da? Okay, wir machen mal auf Standby. Astern ist praktisch rückwärts fahren, vermute ich. Wenn ich jetzt auf Stop setze, dann ist es nicht wieder aus, ne? Ja, wenn ich jetzt aber sage Finished with Engines. Finished with Engines? Irgendwie macht dieser Knopf keinen Sinn. Wir sind fertig mit den Motoren oder mit dem Getriebe. Wir gehen mal auf Dead Slow Richtung Astern rückwärts. Wir fahren schön rückwärts. Guck mal, was kann man hier irgendwas machen? Man kann die Tür aufmachen. Okay, jetzt fahren wir Slow. Nicht mehr ganz Dead Slow, wir fahren Slow Richtung Astern. Also ein bisschen. Oh, jetzt fahren wir mit halber Geschwindigkeit Richtung Astern. Und jetzt fahren wir Vollgas Richtung Astern. Weiß ich gar nichts. Dann fahren wir jetzt Vollgas Richtung Ahead. Wir wollen ja Vollgas fahren, so. Weil wir sind Vollgasfahrer. Wir machen hier. Das geht nicht. Wir drehen das Rad. Wir drehen das Rad. Drehen das Rad. Es ist offen, hoffe ich. Wir machen die Tür auf. Wir haben die Tür aufgemacht. Wir haben hier. Was ist das? Wir haben hier einen Schalter. Ich drücke den Schalter. Es passiert nichts. Ich kann ihn drücken, aber er geht direkt wieder zurück. Okay, das ist wohl dann. Dann müssen wir hier wohl was machen. Dann lassen wir uns das erstmal auf Standby stellen. Ah, das ist doch eine Funktion, hätte ich mich schon gewundert. Kann man hier dann jetzt. Das bringt nichts. Steht hier irgendwas? Das ist ein Rätsel wahrscheinlich jetzt wieder, oder? Irgendwie Standby. Ich habe auch nicht darauf geachtet, was er jetzt gesagt hat. Hat er jetzt irgendwas Wichtiges gesagt? Vielleicht ist mir da jetzt hilft. Ach so, ich bin so doof. Wahrscheinlich muss ich den Stecker ziehen und dann geht's wahrscheinlich. Vielleicht. Nein, das bringt gar nichts. Ich habe den Stecker jetzt gezogen und jetzt kann ich den da einstecken. Hallo Stecker. Hallo, Stecker. Jetzt macht sie irgendwie Gefriemel. Ui. Aha. Oh nein. Ah, okay, ich dachte gerade, da muss ich jetzt wieder rennen. Gleich. Okay, da geht's hoch. The fuck? War die Tür gerade eben schon da? Gehen wir erstmal hoch, oder? Was rumtippeln? Oh nein. Hier drin ist. Ah, okay. Was steht hier? Uhrzeit und Beschreibung der Aktivitäten. Kontrolltank des unteren Decks diesmal. Maschinenraum scheint in Ordnung. Weiter zu Frachträumen. Verdächtige Geräusche in der Fracht. Genauere Untersuchung. Taschenlampe erleitet defekt. Ach, das war jetzt übrigens das, was wir vorher gehört haben. Rückkehr, um Ersatz zu beschaffen. Rot umkreist. Schaden an Firmeneigentum. Von Gehalt abziehen.
Ah, wegen der Taschenlampe wahrscheinlich. Ja, Pflichtversäumnis, disziplinarische Maßnahmen empfohlen. 1.53 Uhr, Wiederaufnahme des Kontrollgangs. Keine Anzeichen für weitere Störungen. 2.30 Uhr, Schichtende. Tja. Dann, muss ich jetzt wieder runterlaufen, indem ich hier durch den Kreisgang gehe. Und die Tür haben wir schon entdeckt, wo wir lang müssen. Dann machen wir das doch direkt. Zack. Ich habe gar keine Angst mehr. Ich habe wieder Angst. Oh, ich höre schon wieder Kriesle. Ich will nicht da lang. Da ist ein X an der blöden Puppe. Ah! Ich kann hier, ich komme gleich durch. Komm hier nicht hoch? Na doch, komm ich. Oh. Oh, Alter. Spiel. Oh nö. Nein, 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 nein. Ich hoffe, ich höre einfach nur die Motorengeräusche und nicht irgendwie. Ist mir egal, was ich hier höre, ich will hier weg. Lag hier gerade Obst? Hier lag gerade Obst. Und es ist einfach verschwunden. Sind wir für den Layers of 4? What the fuck? Layers of 4.1 waren das immer mit diesem Obst. Leute, ich bin gerade durch. Boah, Alter, ist das Spiel, ne? Da liegt auf jeden Fall Obst oder irgendwas. Es verschwindet, wenn ich es angucke. Generell, das sind doch auch Einrichtungsgegenstände aus Layers of 4.1. Sind wir vielleicht... Das ist einfach nur Nahrung. Vielleicht hat das auch gar nichts mit Layers of 4.1 zu tun, sondern... Das ist einfach nur Einbildung. Hier schwebt einfach Nahrung. Und ist... Oh, das ist derselbe Raum schon wieder. Mech ist es. Wir kommen dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Juhu. Wir kommen wieder in den gleichen Raum, nur von einer anderen Seite. Again. Mir reicht es mit den gleichen Räumen. Ich möchte diesen Donut da essen. Oh, Donut. Nein, will ich nicht. Ich glaube, der ist nicht lecker. Ich lenke mich ab, indem ich viel rede. Ich hätte die Engines auslassen sollen. Nein. Da schwebt ein grüner Apfel. Will ich den Apfel jetzt essen? Lecker. Alter! Spiel! Wir sind im Speiseraum und das Zeug hier ist schon sehr lange nicht mehr so frisch. Wir haben hier Fliegen. Ich habe keine Lust mehr.